Die Winterferien in der Skihütte der Glitzerschwestern werden legendär. Diese Atmosphäre. Oh, es riecht nach Kakao. Süßem, heißem Kakao. Und, willst du Schlittschuh laufen? Ja, schon. Vor allem mit dir. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Wenn ich doch nur die Zeit anhalten könnte, um zu üben, dann wäre ich bestimmt schon bald die beste Schlittschuhläuferin auf der ganzen Welt. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Text? Kat! Wie kann es sein, dass wir 8 Wochen lang proben und du immer noch den Text vergisst? In wenigen Tagen ist die Aufführung und alles, was du dir merken musst, ist ein Satz! Hey Leute, wir bringen euch das echte Kunsteis. Kann uns jemand beim Reintragen helfen? Es sind ziemlich viele Platten. Das darf doch nicht wahr sein! Glaubt ihr wirklich, dass ihr mich als Autorin, Regisseurin und Star der Show dazu bringt, alles stehen und liegen zu lassen, um euch bei eurem Job zu helfen? Wir haben hier gerade andere Probleme. Alle mal herhören. Und wer bist du? Ich heiße Gabriella und arbeite mit Jet an den Kostümen. Keine Sorge, ich bin wichtig. Nein, bist du nicht. Poppy und Sunny müssen zur Anprobe. Also schön, ihr Amateure. 5 Minuten Pause und danach will ich Höchstleistungen sehen. Weißt du, Jade, ich habe mir den Text 1 Million Mal angeschaut. Aber sobald ich auf der Bühne stehe, wusch, ist er einfach weg. Du denkst einfach zu viel nach. Okay, pass auf. Ich sage deinen Satz, dann sagst du deinen Satz und das immer und immer wieder. Dann sage ich Georgias Satz. Aber du sagst weiter deinen Satz, okay? Okay. Psst, da lang? Psst, da lang? Psst, da lang? Psst, da lang? Wenn ich doch nur die Zeit anhalten könnte, um zu üben, dann wäre ich bestimmt schon bald die beste Schlittschuhläuferin auf der ganzen Welt. Was soll's? Wenn ich doch nur die Beste auf der Welt wäre, was soll's? Nein, psst, da lang. Jade, wie kommt es, dass du Georgias Text auswendig kannst? Keine Ahnung, vielleicht weil ich bei jeder Probe dabei bin. Ich kenne alle Texte. Das ist unglaublich. Du bist eine Gedächtniskünstlerin. Danke. Los, komm, wir üben weiter. Jet, diese Outfits sind umwerfend. Danke, es hat Spaß gemacht, Wärmetechnik mit meiner Mode zu kombinieren. So cool. Poppy, Sunny, eure Schlittschuhe. Wie findet ihr sie? Das sind die schönsten Schlittschuhe, die ich je gesehen habe. Du bist die beste, Jet. Oh, ihr Süß. Ich weiß, ich sage das ständig, aber das sind meine krassesten Looks ever. Liebe Teilnehmer, wir alle hier sind im Begriff, uns auf die größte, beste und natürlich angesehenste Kunst einzulassen, die die Menschheit kennt. Schauspiel. Also vermasselt es nicht. Leute, wir haben ein großes Problem. Kehlkopfentzündung. Was? Du musst lauter sprechen, Georgia. Sie hat eine Kehlkopfentzündung. Was aber? Wer hat dir das angetan? Du! Das ist deine Schuld. Du hast irgendetwas mit ihr gemacht, damit sie River nicht küssen kann. Meine Schuld? Aber ich habe nichts damit zu tun. Diese Bosheit würde mich beeindrucken, wenn ich nicht so wütend wäre. Unser Theaterstück ist ruiniert. Assistent, bring mir ein Kissen, damit ich hineinschreien kann. Oh, ich weiß, wer die Rolle übernehmen könnte. Also, wenn du dich damit meinst, Amaya, benötige ich 2 Kissen. 1, um hineinzuschreien und 1, um dich damit zu schlagen. Nicht ich, sondern jemand, der alle Texte kennt. Was, wirklich? Und kann diese Person Schlittschuh laufen? Oh, Moment, dieses Stück heißt Ein Wintermärchen über die wunderschönen, aber bösartigen Zauberin? Na, klasse. Geschrieben, produziert und gespielt von Laurel und Holly Devious. Oder spricht man es Devious aus? Devious, ist doch klar. Stört es jemanden, wenn ich filme? Ja! Die Winterferien in der Skihütte der Glitzerschwestern werden legendär. Diese Atmosphäre. Oh, es riecht nach Kakao. Süßem, heißem Kakao. Wenn ich doch nur die Zeit anhalten könnte, um zu üben, dann wäre ich bestimmt schon bald die beste Schlittschuhläuferin auf der ganzen Welt. Was soll's? Psst, da lang!
Nimm diese Schlittschuhe. Sieh sie an. Und dein Wunsch geht in Erfüllung. Wow, in der Werbung hieß es, die Skihütte sei magisch. Hätte nicht gedacht, dass das wahr ist. Wenn sie die Schlittschuhe erst einmal angezogen hat, bleibt die Zeit für sie stehen. Für immer! Das Einzige, was den Fluch brechen und die Zeit wiederherstellen kann, ist ein Kuss ihrer wahren Liebe. Bist du es wirklich? Ich glaub's nicht. Hi, los, komm, ich hab mich gerade aufgewärmt. Was ist passiert? Du warst die letzten 5 Jahre verschwunden. Was? Aber wie ist das möglich? Meine Schlittschuhe. Ich glaube, sie halten die Zeit an. Warum habe ich bloß einen Deal mit diesen wunderschönen, aber bösartigen Zauberinnen gemacht? Bitte lass mich dir helfen, okay? Ich war schon immer in dich verliebt. Wirklich? Ich war auch schon immer in dich verliebt. Der Fluch wurde gebrochen! Heißer Kakao für alle! Ich wusste, ihr hättet das nicht toll. War Maya nicht toll? Ja, Wahnsinn! Jade, du warst der wahre Star dieser Show! Und kannst auch noch Schlittschuh laufen. Wer hätte das denn gedacht? Oh, wisst ihr, ich war schon als Kind professionelle Eiskunstläuferin. Was? Das hast du uns nie erzählt. Wie cool! Ach, das ist doch keine große Sache. Aber Hollys und Laurels Make-up? Ja, das schon.